Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Und es ist soweit. Wir haben eine Werkbank vorm Kopf. Ach, man kann die auch so quasi oben an die Wand hängen, oder was? Das sieht auch lustig aus, ne? Aber das ist, glaube ich, nicht das, was ich so gewollt hätte. Ich glaube, die Fackel da ist ein bisschen im Weg. Gut. Möchte ich die dahin haben oder möchte ich sie dorthin haben? Also wir müssen ja noch theoretisch, wenn wir die Utensilien dafür zusammenkriegen, eine Chemiestation. Moment. So, wir hätten jetzt hier Werkbank. Dann könnten wir jetzt hier Chemiestation. Kisten können wir theoretisch. Den Zementmischer, den können wir auch noch irgendwie dahin stellen oder draußen hinstellen oder sowas. Aber ich glaube, das finde ich hier ganz, ganz nett, weil wenn wir sie so hinstellen, dann müssen wir den freilassen. Und das, na gut, müssen wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob man die setzen kann, ob man die dann dahin, also die Chemiestation auch theoretisch so setzen könnte, ne? Dass das hier die Chemiestation ist, das hier, und hier ist die Werkbank. Aber ich glaube, so richtig alles nebeneinander finde ich irgendwie netter. Ach komm, puff, tada, so. Sehr nice, we have a Chemie Workbench. Mal gucken, dass wir da ein nettes Fotoschen für hinkriegen. Ich muss sie weiter rechts in der Ecke haben, weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, meine, da ich ja links immer hier so den Moment, ich mach das mal so. Nee, das war hocken. Ich hätte gern hier. Da ich ja hier immer 7 Days to Die in den Thumbnails stehen habe und hier unten die Folgennummer, ist der Inhalt ja meistens eher rechtsbündig. So, und deswegen muss ich die ja meistens rechts haben. Aber, wo wir doch gerade schon mal hier an der wunderbaren Werkbank sind, können wir uns ja auch hoffentlich ein Taschenmotorrad herstellen. Was fehlt? Ach, Lenker und Fahrwerk. Fahrwerk. Haben wir alles für da? Ja. Was fehlt mir für den Lenker? Die Eisenrohre. Hatte ich davon nicht eigentlich genügend an den Mann genommen? Eigentlich. Naja, dann eben hier nicht. Dann kannst du mich mal an die Füße fassen. So, Rezepte. Beistelltisch. Unbedingt. Nein. So, was fehlt mir denn dennoch? Mechanical Parts. Ich hatte das doch alles passend genommen, dachte ich mir. Komm. Nochmal will ich dann jetzt nicht hin zurück. Funzel, Rezepte. Ah, ich kann den Lenker machen. So. Und was brauchen wir dann fürs Minibike? Muss ich das hier drin bauen? Nee, das kann ich dann in meiner Tasche machen. Gut, dafür brauche ich dann nur den Motor, die zwei Wheels, die Batterie und the other two things, die jetzt aus der Werkbank rauskommen. Gut, dann können wir das restliche Raffel hier auch wieder hinweg verwursten. Blub, blub, blub. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das nehme ich mal mit. Ich weiß nämlich nicht, ich glaube nicht, dass wir das alles, das wäre ein bisschen viel, dass wir das alles brauchen werden. Aber, naja. So, in Zeug käme hier sowas auch rein. Kanochen. Misch, misch. Fett. Ich muss mir zwei Schilder machen. Es ist, nee, wir brauchen hier die Nägels und da hätte ich gerne hier nochmal Holzschild. Ist das, ich weiß es immer nicht, ist das ein M? Ich glaube, ne? Wir machen mal erstmal nur eins. Na komm. Ja. Es geht mir so auf die Nerven. So. Hier ist, glaube ich, Essen. Hallo, willst du mal bitte schreiben hier? Essen. Dankeschön. Dann ist hier Trinken.
Nee, das sollst du schon. Nein, da reinschreiben. Dankeschön. So, eigentlich hat man ja mal Essen und Trinken, ne? Und nicht Trinken und Essen, aber jetzt ist es egal. Das ist mir jetzt sowas von Wurstbrot. Nee, die nehme ich einfach mal so mit. Trinken und ballern wir hier rein. Leere Gläser habe ich am Mann, müsste ich auch mal füllen. Ich glaube, das sage ich jedes verfluchte Mal und tue es dann doch irgendwie nicht. Jagdmesser könnte ich mir, glaube ich, selber herstellen, wenn ich genügend Forged Iron habe. Deswegen schmelze ich das mal eben ein. Und dann gucken wir doch mal hier. Jagdmesser. Dafür fehlt mir Leder. Kleidung, Lederstoff. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Okay. Dann bitte hier nochmal Jagdmesser. Das basteln wir uns jetzt selber. Dann das hier wieder zurück. Die Nägel kommen in die Technikkiste, genau. So viel Sprit brauche ich, glaube ich, niemals. Achso, dann kann ich das ja auch hier lassen. Was hatte ich denn hier unten noch drin? Werkzeug. Wo habe ich denn den Rest gelassen? Ich hatte doch, hatte ich nicht auch irgendwie meine Picke oder wollte ich das jetzt alles neu herstellen? Warte mal. Axt. Kann ich tun? Brauche ich geschmiedetes Zeug für? Ja gut, dann habe ich nichts mehr. Ziehe ich mir da mal Neues raus. Geschmiedetes Eisen. Ist ein bisschen viel. Machen wir mal 40. Die Steine hier nochmal eingeschmolzen werden. Habe ich sonst noch was zum Einschmelzen? Ich habe Durst, wie ich sehe. Wie viel Clay habe ich denn hier drin? Gar nicht mehr so viel, ne? Stone. Zement. Holen wir mal alles raus. Glaskrug. 60. Machen wir mal solide 20. So, wie lange brennt das Ganze? Gar nicht mehr so lange. Okay, so. Kann ich jetzt endlich. Dann machen wir doch mal endlich eine. Und wahrscheinlich brauche ich für die Spitzhacke ebenfalls 20. Gut. Ich sagte vorhin doch, ich habe Durst. Dann trinken wir noch mal was. Und ich muss auch noch was essen. Und ich werde mal gucken, dass ich die nächsten Tage mal meine UI anpasse. Haben wir hier noch irgendwas? Wir können die hier benutzen. Und dann haue ich mir hier mal einen Wildbrateintopf rein. So. Ne? Ja. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Wenn die immer noch zwei braucht. Verbannt. Jawohl. Sehr schön. So, es wird, es wird, es wird, liebe Leute. Zack, dann können wir uns hier nämlich auch jetzt die Spitzhacke herstellen. Sehr schön. Und ein bisschen was davon würde ich gerne auch mitnehmen. Aber um das daraus zu ziehen, brauchen wir noch viel mehr. Ja, 38 Minuten ist jetzt ein bisschen viel, viel mehr. Ja, komm. Schadet ja nichts. So, zum Reparieren haben wir dann auch was dabei. Das ist dann auch ganz nett. Und jetzt nehmen wir uns hier mal das ganze Raffel mit. Die Steinaxt, was habe ich da drin? Da habe ich einen Mod drin, ne? Den nehme ich da mal raus.
Was ist ja eine normale Dingens. So, Dankeschön. Und dann wird die mal zerlegt. So, das Messer kommt dann nach hier. Man bräuchte theoretisch noch zwei Taschenplätze eigentlich mehr im Gürtel. Oh. Modify. Können wir gleich mal hier das Ding reintun. Dann haben wir eine grüne Axt. Was stelle ich hier gerade her? Achso. Achso, die Bandagen waren es. Ja, ne. Hier, Mods. Habe ich da vielleicht noch irgendwas drin, was ich dafür gebrauchen könnte? Hier habe ich ja den. Gegen was ist der gut? Oder für was ist der gut? More Damage against Iron. Den sollte ich, dann mache ich lieber den rein. Und dann nehmen wir uns nochmal hier so einen Brown Mod. Und dann kann ich. Die ist pink. Das Jagdmesser, ja gut. Brauche jetzt nicht so großartig was. Wie lange brauchst du denn noch? Ach, eine Minute und ein paar zerdröppelte. Ja, gut. Hier, was. So viel mitnehmen brauchen wir nicht. Deswegen packe ich das mal hier oben rein. So. So. Ach so, ich wollte meine UI mal überarbeiten. Gucken, dass wir die. Hoppala. Ist schon geil, wenn man oben gegen die Tür springt. Dass wir hier mal so ein bisschen vielleicht eine bessere Anzeige hinkriegen, da unten links. Also, ich hoffe, dass ich da was gerissen kriege. Diese Mülltonne hier, die würde ich gerne abbauen. Oder die hier dann irgendwie eigentlich auch. Ja, sieht soweit erstmal ganz gut aus hier. Jetzt, komm, probieren wir mal unsere neue, niegelnagelneue Axt aus. Denn, oh, können jetzt hier mal ein paar Spikes herstellen. Wie viel. Nee, nicht die. Himmelsakrament. 70. Nö, wir machen einfach mal 45. Ach so, der da. Ja, endlich sind wir hier mal mit richtigem Werkzeug unterwegs. Sehr schön. Ha, das gefällt mir. Es geht dann viel schneller. Ich hoffe, wir kriegen auch mehr bei raus. Obwohl mehr war, glaube ich, jetzt nicht so. Oh, ich habe keinen Pfeil drin. Warum habe ich denn keinen Pfeil drin? Hat sie mich gesehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie mich jetzt gemerkt. Ich dachte schon, da hinten wäre ein Bär. Noch irgendwo? Ein Zombie ohne Straßenzulassung? Das ist natürlich jetzt doof. Ich will den Baum umhacken hier, Mädel. Lass mich in Ruhe. So gut. Dankeschön. Das war er. Dann burn, baby, burn. Jetzt brennen oder umfallen. Na toll. So, jetzt kommt es aber. Oh. Der laufende Pfeil. Warum brennen die denn nicht mehr? Ist das Brennen kaputt? Federn. Jetzt mal den kleinen Mistkerl hier wegmachen und dann. So. Ja. Also, wie gesagt, meine UI mal wieder gucken, ob ich die besser anpassen kann in die Alpha 18, dass da unten entweder der Balken vollständig da ist, weil das ist ja irgendwie auch ein bisschen sinnfrei, wenn der erst ab einem gewissen Grad abnimmt oder überhaupt nicht zunimmt oder. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist irgendwie alles ein bisschen komisch. So, jetzt hier so an der Straße entlang. Das ist ganz nett. Warum darfst du da jetzt nichts hinsetzen? Das verstehe ich nicht. So, dann können wir hier drüben noch diese beiden Bäume setzen. Einer dort. Na, hier vielleicht noch einer. Sehr, sehr schön. So, die spitze Hacke haben wir. Dann würde ich die mehr gerne auch bitte modifizieren. Und zwar mit diesen beiden Schlots. Und dann haben wir Ditte. Und dann, achso, ja, wir müssen das Motorrad ja noch herstellen. Motorrad. Taschenmotorrad. Verdammt, dafür brauche ich doch die Werkbank. Oh, ihr habt es wahrscheinlich schon zuhauf durch die Gegend geschrien. Ich
möchte jetzt diese Tonne hier weg haben. Ah, nee, doch, die Tür lassen wir erstmal da, wo sie ist. Tür auf, Tür zu. Na, die können ruhig da bleiben. Na. Es geht schon wieder los, ey. Alpha 17. Ich manchmal so gerne, also ins Gesicht. Ach ja, hier rein. Da Rezepte, Taschenmotorrad. Fertigen. So, dann können wir hier auch mal wieder die Pfeile entsäuen. Und dann hier unten mal kurz auf die Spiekes gehen. Denn, blub, wir wollen mal so ein bisschen was gegen Kreischerprävention, also für Kreischerprävention tun. Dass wenn die Dame sich jetzt hier am Haus zu schaffen machen will, ja, dass sie... Das sieht doch nett aus. Dass sie die Möglichkeit hat, einen schnellen Tod zu finden. Und deswegen stellen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen Kleinigkeiten auf. Deswegen sagte ich auch vorhin, ne, irgendwie würde ich gerne den... Hallo? Eigentlich gerne die Mülltonne hier entfernen. Aber wir lassen sie da jetzt einfach erstmal so stehen noch. Den Eingang, möchte ich den behalten? Irgendwie ja und irgendwie nein. Gott, das ist ja jetzt... Es dauert ja auch wieder Stunden hier. Und mit schweren Schlägen kommt man irgendwie auch nicht so viel weiter, habe ich das Gefühl. Hm. Na gut, dann können wir ein bisschen Ausdauer dazu gewinnen, während wir hier nochmal schön die Dinger ins Aufstellen. Ach, da hat auch schon mal jemand gegengeschlagen. Okay, wahrscheinlich auch wieder irgend so eine Kreischerin. Ich brauche nochmal ein paar mehr, ne? Spikes. Machen wir nochmal 10 am besten. Ich weiß zwar nicht, ob das ausreicht, aber... Dann haben wir wenigstens einmal ringsrum. Ernsthaft. Nee, da brauche ich noch mehr. Machen wir nochmal 10. So, wie bleibst du denn jetzt? Okay. Also, ernsthaft, ich zögere das jetzt hier nicht heraus, ne, dass wir dann wegen des Taschenmotorrads und so, sondern das war sowieso schon länger für dieses Gebäude mal geplant. Und eigentlich würde ich ja auch gerne hier diesen Dingens unterhöhlen. Dass wir da drunter Spikes setzen können und oben halt, wie gesagt, zwei Platten setzen. Ja, so muss das erstmal reichen. Ne, hier so zwei Platten setzen. Dann wird aber auch die Tür, glaube ich, nur... Oder ich mache die Treppe tatsächlich nur einreihig. Wobei so die Breite sieht natürlich toll aus, aber... Dann hätte ich nicht den Effekt, den ich gerne haben möchte. Ne, weil hier so zwei Holzklappen hinsetzen. Also die dann aufwerten natürlich, dementsprechend. Dass man sie dann, wenn wir verlassen, aufklappen können. Blop, blop. Und wenn dann die Kreischerin kommt, sie hier an die Tür ran will, nach unten durchfällt, in die Spikes und tot. So, das war so der tiefere Plan. Wir machen das einfach mal so. Die will ich nämlich nicht mit mir rumschleppen. Aber das Messer würde ich trotzdem doch gerne behalten. So. Ah, probieren wir den Kampf hier erneut. Na, diesmal ging's. Au, das... Hallo! Gut,
Hier, bitte schön einmal Taschenmotorrad mitnehmen. Dankeschön. Oh, ein Dreier-Taschenmotorrad ist auch nett. Habe ich denn eigentlich noch meinen. Ja, ist alles noch gesetzt, wie es sein soll. Ich hätte gerne noch mal ein paar Woodframes. Und zwar zwei, genau. Macht total Sinn. Wir nehmen 26. Wie sieht es bei dir aus? Das schmilzt alles noch schön. Das eiert so vor sich hin. Sehr gut. Hatte ich noch Skillpunkte? Ein Skillpunkt. Ja, den lassen wir mal, wo er ist. Und wir wenden uns jetzt dem endlich mal Mini-Bike zu. Muss ja aufpassen, wenn ich hier runterfalle, dass ich nicht selbst in meines Bikes reinfalle. Ich troll, ne? So, das Ding hier, wenn das. Kommt mal weg. Und dann gehen wir hier vor die Tür. Und stellen mal das Minibike auf. Das weg. Das hin. Taschenmotorrad. Gucken. Nein. Das war nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich. Schon mal bereit sein, sozusagen. Warum brennt denn das? Das ist ja geil. Es brennt die Maschine. Seht ihr das? Okay, nee, das war jetzt nicht so geplant. Das andere Foto war besser. Weil man erwischt ja das Minibike so selten, wenn es aufrecht steht. Von daher. So, ist es jetzt vollgetankt oder? Ja, Tatsache. Storage. Also 100 passen rein. Gut. Wo habe ich ein Scrap Plastik jetzt her? Ach, wer weiß das schon so genau. Wo wir gerade schon mal hier unten sind. Und leider ist tatsächlich diese Folge dann jetzt auch schon wieder am Ende, sagt mir die kleine Glocke hier. Apropos Glocke, ne? Ihr könnt ja selber auch eine drücken, ja, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das sind auch so typische Sätze, die man permanent von. Also ich glaube, das gehört zum YouTuber 1x1, ne? Wie, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Jetzt ist sie kaputt. Ernsthaft? Ach, reparieren kann ich sie nicht, weil. Was brauche ich zum Reparieren? Was sagt er mir da? Ah, Stahl. Ja gut, da habe ich den falschen Kram dabei. Dann kann ich den ja gleich nochmal holen. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge auf das Minibike, das mehr oder weniger brennende, setzen und dann hier mal ein bisschen durch die Gegend cruisen. Ne? Also es gehört zum YouTuber 1x1, dieses schreibt es unten in die Kommentare. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke drücken, ne? Damit ihr keine Folge mehr verpasst und so. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge dann bei unserer ersten Ausfahrt wiedersehen. Bis dahin, tschüssi.